Bilder des abgebrannten Flüchtlingslagers Moria. Tausende obdachlose Flüchtlinge gestrandet am Rande Europas. Eine angekündigte Katastrophe, eine, vor der immer wieder gewarnt wurde. Ein Zeugnis des Scheiterns der europäischen, aber auch der deutschen Flüchtlingspolitik. Und das 5 Jahre nach dem Kanzlerinnensatz: Wir schaffen das. Guten Abend und willkommen bei Monitor. Über die beschämenden Folgen der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik später mehr. Jetzt aber erstmal zu den Corona-Protesten in Berlin vom letzten Augustwochenende. Ein ziemlich buntes Bild bot sich da, zumindest auf den ersten Blick. Regenbogenflaggen, Friedenstauben und Hippiesymbole auf der einen Seite, aber eben auch jede Menge solcher Fahnen. Reichs- und Reichskriegsflaggen, mit denen Rechtsextremisten die Proteste für sich nutzen wollten. Seitdem stellen nicht nur wir uns die Frage, was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Wie weit haben die Organisatoren der Proteste die Tore aufgemacht für Nazis, rechte Hooligans und andere Rechtsextremisten? Oder gibt es da womöglich eine viel größere Nähe zwischen denen, die sich Querdenker nennen, und denen, die da etwas ganz anderes im Schilde führen? Jan Schmidt, Matthias Schülke und Julia Regis. Eine Demonstration der Liebe, eine Demonstration für Frieden, eine Demonstration für Freiheit. Die Corona-Demo am 29. August in Berlin. So wurde sie in einem Video von Unterstützern zusammengeschnitten und so soll sie gesehen werden, zumindest wenn es nach den Organisatoren von Querdenken geht. Wir sind eine friedliche Bewegung, die Demokratie lebt, Meinungen zulässt und das Schubladendenken links, Mitte, rechts ignoriert. Auch wir waren auf der Demonstration, aber uns zeigte sich ein ganz anderes Bild. Unter die Demonstrierenden mischten sich überall rechtsradikale Symbole, Reichs- und Reichskriegsflaggen und immer wieder Angriffe auf die Medien. Ihr seid doch Lügner! Lügner, schämt euch, verpisst euch hier! Rechte Parolen und Symbole, aber von Querdenken kein Wort davon, kein Bild darüber. Nur die halbe Wahrheit? Im Grunde macht die Querdenkenbewegung das, was sie den anderen Medien vorwirft, nämlich eine Form von lückenhafter Darstellung der Realität. Wenn sie bestimmte Bilder, bestimmte Fahnen nicht zeigen, dann ist das einfach eine Form des Lügens, eine Form der Propaganda. Und auch bei den Teilnehmern wollen viele keine Rechten gesehen haben. Hier gibt es keine Rechtsextremisten. Wir sind ganz normale Bürger. Das sind nicht die Rechtsradikalen, die unterwegs sind. Das sind ganz normale Bürger. Wir sind die ganz normale friedliche Bürger, die der Politik auf die Schliche gekommen sind, die nichts mehr glauben. Und haben Sie denn ein Problem, auf einer Demo zu sein, wo die Rechtsextremen mitmarschieren? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Also ich sehe keine Rechtsextremen. Wo zeigen Sie mir bitte Rechtsextreme? Etliche Rechtsextreme waren unter den Demonstranten, auch sehr prominente. Zum Beispiel Wolfram Narrath, ehemaliger Vorsitzender der mittlerweile verbotenen Viking-Jugend, die nach dem Vorbild der Hitler-Jugend aufgebaut worden war, Mitglied der NPD und Neonazi-Anwalt. Robin Schmiemann, Mitglied der rechtsextremen verbotenen Vereinigung Combat 18 mit Kontakten zum nationalsozialistischen Untergrund. Mike Sawallich, Neonazi aus Kassel und ein Freund des rechtsextremen Mörders des CDU-Politikers Walter Lübcke. Der versammelte deutsche Rechtsextremismus hatte für die Demo mobilisiert. Kein Problem für Veranstalter Michael Ballweg, sagt er bei Studio M, dem Online-Format von Monitor. Von wem, Herr Ballweg, glauben Sie, geht die größere Gefahr für Demokratie und Grundfreiheiten aus? Von den Regierenden in diesem Land oder von den Rechtsextremisten? Also im Moment eindeutig von den Regierenden, die ja letztendlich Grundrechtseinschränkungen machen. Rechtsextremisten wie Martin Sellner dürfte das freuen. Er ist der Kopf der identitären Bewegung, die die Erzählung vom großen Bevölkerungsaustausch vertritt. Für Sellner kommt Querdenken wie gerufen. Das erklärt er in einem rechtsradikalen Kampfblatt. Er schreibt, die Demonstrationen würden ein mögliches Mobilisierungspotenzial für rechte Massenbewegungen bergen. Und weiter, die Mehrheit der Teilnehmer an den Querdenker-Demos ist zwar weder explizit rechts- noch migrationskritisch, sie ist aber eindeutig rechtsoffen. Es geht um Sie, Friedensaktivisten, Esoteriker, Lehrer. Viele von Ihnen sind sicher nicht ausgewiesen rechts, aber trotzdem demonstrierten einige nicht nur zufällig neben Rechtsextremen. Denn auch inhaltlich gibt es durchaus Schnittmengen.
geteilte Grundlage und besondere Andockpunkte zwischen dem diffusen Protestspektrum und dem rechtsradikalen Lager sind insbesondere Antisemitismus, die Ablehnung und der Hass auf die etablierten Medien, aber auch auf die etablierte Wissenschaft, auf den Staat in letzter Konsequenz und seine Symbole, was sich ausdrückt beispielsweise in Reichskriegsflaggen oder eben in der Ablehnung des deutschen Grundgesetzes. Und in dem Glauben, vereint als Minderheit erleuchtet zu sein. Kapiert endlich, was das deutsche Volk für einen Sinn und Zweck hat. Was ist denn der Sinn und Zweck? Wir, das deutsche Volk, wir bringen die Menschheit in die Freiheit. Aber stört Sie das nicht, wenn Sie hier mit Rechtsextremen auflaufen? Was heißt Rechtsextremen? Zum Beispiel Mitglieder der NPD, Mitglieder der Identitären Bewegung, die ja klar, also... Die Identitäre Bewegung, ist die negativ? Kein Problem mit einer Bewegung, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Rechte Gesten auch bei Querdenken in Wien. Hier wurde letzte Woche das Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung, die Regenbogenfahne, auf der Bühne zerrissen. Die Herzen darauf, angeblich ein Zeichen für Pädophilie. Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft! Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Wir müssen unsere Kinder vor Kinderschänder schützen. Querdenken Österreich distanzierte sich später und nannte den Vorfall auf der eigenen Bühne eine Gewalttat. Mit Corona hat das alles weniger zu tun. Und auch in Berlin ging es auf der Bühne von Querdenken um ganz andere Fragen. Systemfragen, Umsturzfantasien. Die Zeit ist reif für ein neues System. Wenn ich schon höre, die Politik, Politiker sind für mich nichts weiter als die Unterhaltungsabteilung der Hochfinanz und der Pharmaindustrie. Wir sind aber irgendwie ein bisschen genetisch höher stehend als diese Eliten, diese verkommenen, verinzuchteten Eliten. Und immer wieder der Ruf nach Abschaffung des Grundgesetzes, nach einer neuen Verfassung. Auch beim Organisator der Querdenken-Proteste. Wir sind die verfassungsgebende Versammlung. Ich rufe alle Menschen bundesweit auf, nach Berlin zu kommen und gemeinsam mit uns an einer neuen Verfassung zu arbeiten. Eine neue Verfassung, das kommt gut an. Vor allem in der rechtsextremen Szene. Martin Sellner schwärmt von der gemeinschaftlich nationalen Stoßrichtung und schreibt, das machte der Organisator Ballweg deutlich, als er eine verfassungsgebende Versammlung ausrief und damit die Souveränitätsfrage stellte. Der Sprecher von Querdenken, Stefan Bergmann, geht noch einen Schritt weiter. Weit hinein in die Ideologie rechtsextremer Reichsbürger. Er besteht darauf, dass das deutsche Volk sich in freier Selbstbestimmung eine eigene Verfassung geben darf und dass nur bis dorthin das Grundgesetz gilt, das ja eigentlich nur ein Besatzungsrecht ist. Das Grundgesetz nur Besatzungsrecht? Wer argumentiert, dass Deutschland immer noch besetzt sei, nicht frei sei, der argumentiert wie die rechtsextreme Reichsbürgerszene, deren Kernelement ja ist, dass Deutschland unfrei, nicht unabhängig und eben immer noch besetzt sei von den Alliierten und deshalb befreit werden müsste. Und nicht nur das. Der Querdenkensprecher teilte bereits 2014 auf Facebook einen Post, der von der Vermischung der Rassen mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa warnte. Rassistische Posts, offenbar kein Ausschlusskriterium für das Amt als Sprecher von Querdenken. Eine Interviewanfrage blieb unbeantwortet. Aufgerufen zur Demonstration haben auch Alice Weidel und Björn Höcke von der AfD. Und mindestens 56 AfD-Abgeordnete kamen, meist inkognito. Manche mit Plakaten in der Hand, mit eindeutigen Botschaften. Politiker, Wissenschaftler und Journalisten mit anderer Meinung sollen abgeurteilt und weggesperrt werden. Meinungsfreiheit, wie sie bei der AfD verstanden wird, freundlich begrüßt von den Organisatoren. Ich weiß, dass Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete hier sind. Also es ist durchaus so, dass es eine Opposition auch in der Politik gibt. Eine gemeinsame Opposition, ein Schulterschluss mit der AfD? Abgeordnete anderer Parteien waren jedenfalls nicht dabei. Das ist also eine ganz gefährliche Mischung.
weil wir haben es mit offenen Rechtsextremisten zu tun und offene für Rechtsextremismus. Und zu was das führen kann, das haben wir in der Geschichte ja schon erlebt. AfD und rechtsextreme Szene stehen für einen Systemwechsel schon lange parat. Die Querdenkenbewegung hat die Türen dazu weit aufgemacht. Und nochmal, ja, es gibt sicher viele gute Gründe, gegen die Corona-Maßnahmen der Regierungen auf die Straße zu gehen, aber keinen einzigen, es gemeinsam mit Rechtsextremisten zu tun. Und ja, auch solche Flaggen gab es in Berlin. Deutsches Kaiserreich, das Symbol eines rechtsextremistischen Verschwörungsmythos und der US-amerikanische Präsident Donald Trump vereint in einem Bild. Und nein, das ist keine wirkliche Überraschung, denn lange schon haben Rechtspopulisten in der ganzen Welt Donald Trump zu ihrem großen Vorbild erklärt, auch hier in Deutschland. Ob Reichsbürger oder andere Rechtsextremisten, auch sie hoffen auf seine Wiederwahl am 3. November. Vielleicht ja auch deshalb, weil Donald Trump ihrem Ideal eines Antidemokraten immer näher kommt. Wie kein anderer US-Präsident vor ihm hat er demokratische Institutionen in den USA ignoriert und ramponiert und seine Macht für einen einzigen Zweck missbraucht, für sich selbst. Colin Atay. Ein Amt für unbegrenzte persönliche Macht, um seine Interessen zu schützen, um seine Feinde zu bestrafen. Wenn jemand der Präsident der USA ist, ist seine Macht total. So muss es sein. Totale Macht. Ich habe das Recht, viele Dinge zu tun. Das wissen die Menschen nicht mal. Ich habe das Recht, zu tun, was ich will als Präsident. Aber ich rede nicht mal drüber. Donald Trump, der wohl umstrittenste Präsident der USA. Er habe die Institutionen der Vereinigten Staaten so sehr beschädigt wie kein anderer, sagen Kritiker. Die Verfassung und Demokratie ausgehöhlt. Wir hatten noch nie einen Präsidenten, der ein Diktator sein wollte und es versuchte, der die Verfassung missachtet, der nicht mal so tut, als ob er auf sie achtet. Trump ist eine einzigartige Bedrohung in unserer Geschichte. Wie hat Donald Trump die Checks and Balances, die Säulen der Gewaltenteilung, erschüttert? Die Legislative, dass ein Präsident ihre Macht aushebelt, wäre für die Gründerväter ein Akt der Tyrannei gewesen. Und doch hat Trump es immer wieder getan, zum Beispiel hier, beim Bau des Grenzwalls zu Mexiko, einem seiner wichtigsten Projekte. Baut die Mauer! Baut die Mauer! Der Kongress hat ihm dafür explizit keine Mittel gegeben. Kein Geld für den Grenzwall. Trump stimmt zu, unterschreibt den Haushalt. Dann die Kehrtwende. Plötzlich erklärt er einen nationalen Notstand an der Südgrenze. Ein Trick, um an Steuergelder zu kommen für sein Lieblingsprojekt. Später gibt er zu, dass eigentlich gar kein Notstand existierte. Ich musste das nicht tun. Aber ich wollte, dass es schneller geht. Dass schneller gebaut wird. Es ist klar, dass Präsident Trump die Kompetenz des Kongresses missbraucht und beschädigt hat. Und damit alle drei Staatsgewalten. Besonders hier, indem er das Haushaltsrecht des Kongresses einfach an sich gerissen hat. Die rechtsprechende Gewalt. Was passiert, wenn der Präsident ihre Unabhängigkeit verletzt und aus ihr eine politische Justiz macht? Erica Newland war 2 Jahre lang Spitzenjuristin im Justizministerium. Sie prüfte die Erlasse des Präsidenten auf ihre Verfassungsmäßigkeit oder machte sie verfassungskonform, wie sie sagt. Unter Trump habe sich das Ministerium verändert. Es war, als ob unser Job darin bestand, das Recht und die Fakten zu verbiegen, um Trump die gewünschte Antwort zu liefern, also ihm ein Alibi zu verschaffen. Unter Justizminister William Barr wird das Recht noch mehr zugunsten des Präsidenten verschoben. Barr ermöglicht, dass die Gegner Trumps verfolgt und Gesetzesverstöße von Trump-Freunden folgenlos bleiben. Der Präsident und William Barr haben die Wandlung des Justizministeriums beschleunigt. Sie machten aus einem Ministerium, das dem amerikanischen Volk dienen soll, die persönliche Anwaltskanzlei des Präsidenten, die nur Trumps Interessen schützt und nicht unsere Interessen. Zum Beispiel Roger Stone, Trumps Kumpane, Politikberater, Verschwörungstheoretiker,
Ein Gericht spricht ihn schuldig, im letzten Präsidentschaftswahlkampf für Trump illegale Absprachen mit Russland getroffen und den Kongress darüber belogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 9 Jahre Haft. In diesem Land wollen wir Gerechtigkeit. Und Roger Stone wurde nicht angemessen behandelt. Stone wird per Gnadenerlass zum freien Mann. Er weigerte sich, Trump vor Gericht zu belasten und wurde belohnt. Laut einer Harvard-Untersuchung sind 31 von 36 Begnadigungen Trumps umstritten und dienten seinen persönlichen Interessen und Kontakten. Über 2000 ehemalige Beamte des Justizministeriums fordern nach dem Gnadenerlass für Stone den Rücktritt des Ministers. Aber nichts passiert. Niemand hier tritt zurück. Nur Erica Newland ist gegangen. Sie hat gekündigt. Die Exekutive. Was passiert, wenn der Präsident seine Macht missbraucht? Portland, Oregon, eine Stadt an der Westküste. Seit über 100 Tagen demonstrieren Menschen hier für Black Lives Matter. Für Trump ein Affront. Das ist viel schlimmer als in Afghanistan. Ich werde das Militär schicken und das Problem schnell lösen. Das Problem schnell lösen. Gegen den Willen eines US-Bundesstaates. In Portland tauchen militarisierte Spezialeinheiten ohne Abzeichen auf. Truppen des Grenzschutzes und Heimatschutzes. Sie werfen Tränengas auf Zivilisten. Sie schlagen einen Navy-Veteranen, der friedlich fragt, warum das Militär gekommen ist. Sie schüren Gewalt, werfen Demonstranten in Lastwagen ohne Kennzeichen. Sie schubsen und treten die Mütter, die für Menschenwürde protestieren. Demetria Hester ist eine dieser demonstrierenden Mütter. In Portland war die Aktivistin bereits als Opfer rechtsextremer Gewalt bekannt. Selbst vor ihr machten die Polizisten nicht Halt. Sie sind in voller Montur. Wenn du dich nicht schnell genug bewegst, schubsen sie dich, kesseln dich ein und schlagen dich. Die Symptome von Tränengas sind schrecklich. Die meisten Mütter haben dadurch Hormonschwankungen bekommen, Schlafstörungen, Panik und posttraumatische Belastungsstörungen. Der Einsatz dieser Sondereinheiten gegen Demonstranten, ein klarer Rechtsbruch. Das sagen selbst Konservative. Das ist eine autoritäre Antwort auf einen Protest. Das erinnert einen an Russland oder China. Seit dem amerikanischen Bürgerkrieg vor 150 Jahren haben wir ein Gesetz, das dem Präsidenten verbietet, Militär für zivile Zwecke einzusetzen. Wenn ein Staatschef das Militär einsetzt, um Dissens zu unterdrücken, dann ist die Demokratie wirklich gefährdet. Das Wahlrecht macht aus dem Volk den Souverän. Was aber, wenn der Zugang zur Wahlurne bestimmten Bürgern erschwert wird? Milwaukee, Wisconsin, im mittleren Westen. Ein Swing State, einer der Bundesstaaten, wo es auf jede Stimme ankommt und die die Wahl entscheiden können. Donald Trump hatte Wisconsin 2016 mit knappem Vorsprung gewonnen. Ein Grund dafür, es gingen deutlich weniger Schwarze zur Wahl. Vor allem hier, in Milwaukees armem Nordwesten. Schwarze hier zum Wählen zu bewegen, bedeutet, Jahrzehnte der Vernachlässigung anzusprechen. Hier sind 5 Masken drin, wiederverwendbare. Mein Name ist Kiva. Ich brauche dich, damit du wählen gehst. 3. November, okay? Kiva Guyton arbeitet für eine Organisation, die Sozialarbeit macht und politisch aufklärt. Wie wählen in der Pandemie, in Zeiten von Corona? Kiva erklärt, registriert ihre Ausweise, sagt, wie man Briefwahlunterlagen beantragt. Denn auf die Briefwahl kommt es an. Genau dagegen richtet sich Donald Trumps Kampagne. Die Briefwahl? Ein Desaster. Das werden die manipuliertesten Wahlen der Geschichte. Wir wollen keine Briefwahl, in keinem Bundesstaat. Das führt zu totalem Wahlbetrug. Trumps Ziel, die Wahlbeteiligung zu senken. Wenn mehr Bürger wählen gehen, wählen überproportional mehr Schwarze, die traditionell die Demokraten wählen.
Genau das will er offenbar verhindern. Für Angela Lang ist diese Taktik Wahlunterdrückung. Wahlunterdrückung ist ein Riesending in unserer Community. Die Republikaner in Wisconsin und im Land machen aus der globalen Pandemie eine Waffe, um mit ihr Wählerstimmen zu unterdrücken. Sie versuchen, das Tempo der Post zu drosseln, sodass die Leute nicht rechtzeitig ihre Briefwahlunterlagen bekommen. Wahlunterdrückung mit allen Mitteln. Trump und die Republikaner setzten in diesem Wahljahr eine riesige Prozesswelle in Gang. In 19 Bundesstaaten geht die Partei vor Gericht, um mehr Briefwahl zu verhindern und überhaupt den Zugang zur Wahlurne zu erschweren. Die Prozesse richten sich gegen Initiativen wie die von Kiva. Block will vor Gericht erstreiten, dass alle Bürger in Wisconsin sicher vor Corona wählen können. Die Republikaner gehen dagegen mit eigenen Verfahren vor. All die Zeit und das Geld wären besser ausgegeben, um uns in diesen dunklen Zeiten gut zu führen, anstatt es für die Menschen schwieriger zu machen, wählen zu gehen. Donald Trump oder der Staat bin ich. Ein Präsident, den die Verfassung eigentlich nicht vorgesehen hatte. Er ist das, was die Gründerväter fürchteten, weil sie den König von England erlebt hatten, der absolut regierte. Deshalb setzten sie all diese Kontrollen in die Verfassung, damit es in unserer Republik nie zu einem König kommt. Aber diese ganzen Kontrollen sind nur so stark wie die Menschen, die sie benutzen und durchsetzen wollen. Vielleicht geht es genau darum, ob am 3. November erneut ein Mann ins Weiße Haus gewählt wird, der die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika weiter und dauerhaft beschädigen wird. Genau darum geht es. Und das hätte dann ganz sicher nicht nur Auswirkungen auf die USA. Dieses Bild ist fast auf den Tag genau 5 Jahre alt. Der tote Flüchtlingsjunge Alan Kurdi hat damals ganz Europa erschüttert und eine Frage ins Zentrum gerückt. Wie viele Tote will Europa an seinen Außengrenzen in Kauf nehmen für seine inhumane Flüchtlingspolitik? Und jetzt, 5 Jahre später, Bilder wie dieses. Das brennende Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Und wieder Erschütterung und wieder ist jetzt von einer europäischen Lösung die Rede. Wie so oft und wie so oft verspricht es wenig Gutes. Denn auch dieses Bild ist das Resultat einer europäischen Lösung. Ein kleines Holzboot vor einem riesigen Öltanker vor der Küste Maltas. Seit 5 Wochen harren 27 Flüchtlinge mittlerweile dort aus, weil ein Mitgliedstaat der Europäischen Union sich beharrlich weigert, Menschenrechte ernst zu nehmen. Lara Stratmann und Barbara Schmickler. Anfang August. Das Mittelmeer vor Malta. Der Öltanker Maersk Etienne rettet 27 Menschen. Geflüchtete, die mit ihrem winzigen Holzboot in Seenot geraten waren. Seitdem sitzen sie an Bord des Tankers fest. Bis heute. 5 Wochen sind es nun. Malta will die Geflüchteten nicht aufnehmen und lässt die Etienne nicht in den Hafen. Diese Bilder der Reederei geben einen Eindruck von der Lage an Bord. Die Menschen leben an Deck, Lebensmittel werden knapp. Dazu Enge und Unsicherheit. Einige halten das wohl kaum noch aus. Vor einigen Tagen hat einer der Überlebenden damit gedroht, er wolle nun über die Reling von Bord springen. Es war schwierig für uns, ihn davon zu überzeugen, dass der Sprung über Bord wahrscheinlich tödlich wäre. 3 andere Flüchtlinge sind dann doch gesprungen, nur mit Glück überlebten sie. Das gibt uns einen Eindruck davon, wie verzweifelt diese Menschen sind. Wir brauchen wirklich dringend Hilfe. Diese Menschen müssen so schnell wie möglich von Bord. Als der Notruf einging, befand sich das Flüchtlingsboot in maltesischen Gewässern. Malta wäre verpflichtet gewesen, sich zu kümmern, einen sicheren Hafen zuzuweisen. So schreibt es das Völkerrecht vor. Aber Malta reagierte zunächst nicht auf den Notruf. Die Rettung sei dann außerhalb der eigenen Gewässer erfolgt, heißt es aus Malta. Man sei daher nicht zuständig. Es ist wirklich beschämend, was die Behörden mit uns machen. Die Besatzung hat gute Arbeit geleistet. Aber die Menschen, die wir gerettet haben, werden im Stich gelassen. Und unser Schiff sitzt fest. Es muss etwas passieren, schreibt der Kapitän der Etienne. Handelsschiffe müssen Menschen in Seenot retten. Oft sind sie die einzigen, die retten können. Doch dann werden sie von der EU regelmäßig allein gelassen. Kein Hafen, keine Hilfe. Der Verband Deutscher Reeder mahnt, dass Seeleute und Flüchtlinge an Bord nicht zum Spielball auseinandergehender Interessen werden dürfen.
Jeder Tag, an dem die Etienne festsitzt, bedeutet für die Reederei auch einen wirtschaftlichen Schaden. Ich glaube, dass für sehr viele Unternehmen, die dort Schiffe betreiben im Mittelmeer, eigentlich eine Situation entsteht, in der sie sich nur noch zwischen dem Retten von Menschenleben auf der einen Seite entscheiden können oder dem wirtschaftlichen Überleben auf der anderen Seite. Weil wenn man die Menschen rettet, soll man offenbar in den Ruin getrieben werden. Es sendet das Signal, dass kommerzielle Schiffe fürchten müssen, dass wenn ihre Kapitäne sich an das Recht halten und ihrer Pflicht zur Seenotrettung nachkommen, dass sie dann enorme Nachteile haben. Das ist sozusagen ein enormer Abschreckungseffekt, der hier produziert wird. Abschreckung der Handelsschiffe aus Kalkül. Es scheint die nächste Eskalationsstufe in Europas Kampf, Flüchtlinge fernzuhalten. Ein Kampf, den gerade Malta mit immer härteren Bandagen führt. Immer häufiger reagiere Malta nicht mal mehr auf Notrufe, berichtet die Organisation Alarmphone. Sie dokumentiert Seenotfälle im Mittelmeer und meldet sie den zuständigen Behörden. Unsere einzige Möglichkeit, die wir haben, Malta zu informieren, ist es, denen eine E-Mail zu schreiben, und wir wissen dann überhaupt nicht, was passiert. Malta hat sich also im letzten Jahr ganz stark aus der Rettung zurückgezogen und lässt Menschen teilweise wissentlich auf dem Mittelmeer tagelang treiben, ohne dass sie ihren Pflichten nachkommen und die Menschen aus Seenot retten. So wie Ende August. Die maltesische Rettungszone, hier ist Malta verantwortlich. Doch das Schiff, das sich dem Flüchtlingsboot nähert, ist von der sogenannten libyschen Küstenwache. Sie ist hier überhaupt nicht zuständig. Das Schiff nimmt die Flüchtlinge auf und bringt sie aus der maltesischen Rettungszone zurück nach Libyen, offenbar mindestens geduldet von Malta. Um Flüchtlinge fernzuhalten, schreckt Malta offenbar auch vor klaren Rechtsbrüchen nicht zurück. Im April soll Malta dieses private Fischerboot beauftragt haben, Flüchtlinge aus den eigenen Gewässern zurück nach Libyen zu bringen. 12 Menschen haben die Odyssee laut Hilfsorganisationen nicht überlebt. Das sind illegale Praktiken, die wir aufs Schärfste verurteilen, die sich Malta dort erlaubt, indem die maltesische Seenotrettungsleitstelle die libysche Küstenwache beauftragt, aus der eigenen Seenotrettungszone Menschen zurück in ein Land zu bringen, wo schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen. In einem aktuellen Bericht stellt auch Amnesty International Malta ein verheerendes Zeugnis aus. Malta setze das Leben Geflüchteter systematisch aufs Spiel und verletze geltendes Recht, heißt es da. Auch durch die enge Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache. Sie bringt die Menschen zurück nach Libyen, wo ihnen Folter oder Tod droht. Über die Jahre hat die EU den Milizen immer mehr Macht übertragen. Und Malta baut die Kooperation mit Libyen nun noch weiter aus. Vor kurzem erst hat der EU-Staat ein Abkommen mit dem Bürgerkriegsland unterzeichnet, ein Memorandum of Understanding. Danach bauen die Staaten 2 Koordinierungszentren auf, in Valletta und in Tripolis. Auch mit maltesischen Beamten. Beamte aus Europa sollen künftig offenbar von Libyen aus helfen, Flüchtlinge zurückzubringen, finanziert vom EU-Staat Malta. Auf Anfrage von Monitor äußerte sich Malta zu all dem nicht. Offene Rechtsbrüche von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Und die toleriert das offenbar. Die Hauptverantwortung für die Menschenrechtsverletzungen im zentralen Mittelmeer tragen die Staaten, die auf Seenotrettung verzichten und stattdessen auf diese sogenannte libysche Küstenwache verweisen. Das sind in der Praxis typischerweise Malta oder Italien. Aber wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass die politische Rückendeckung aus den anderen Mitgliedstaaten für diese Praxis da ist. Also auch die deutsche Bundesregierung muss sich politisch dafür verantworten, dass es diese Praktiken im zentralen Mittelmeer gibt. Auf der Etienne verschärft sich die Lage von Tag zu Tag. Die Geflüchteten haben dem Kapitän einen Brief geschrieben. Der Kapitän sei ihr Held, schreiben sie da. Sie seien unglaublich dankbar für die Rettung. Aber auch ein anderer Satz steht da ganz am Schluss. Die Europäer brauchen uns nicht lebendig, heißt es da. Es klingt wie ein Abschied. 5 Jahre, wir schaffen das. Vielleicht auch ein Grund, mal darüber nachzudenken, was für ein Monster wir da erschaffen haben im Mittelmeer. Sei es auf den griechischen Inseln, sei es vor den anderen Küsten Europas. Und genau darum geht es jetzt gleich auch bei den Tagesthemen. Ingo Zamperoni in Hamburg.
Ja, wir blicken auf die Lage auf Lesbos. Die Europäische Union ist jetzt gefordert, da Verantwortung zu übernehmen. Und es scheint sich zumindest eine kleine Koalition zu bilden aus hilfsbereiten Staaten. Denn Hilfe ist dringend nötig für tausende Menschen ohne Obdach nach den Bränden. Gleich mehr über die Notlage auf Lesbos in den Tagesthemen. Danke, Ingo. Also bleiben Sie dran oder diskutieren mit uns in den sozialen Netzwerken. Auf unserem YouTube-Kanal können Sie übrigens das gesamte Interview ungeschnitten mit dem Organisator der Querdenken-Proteste in Berlin sehen. Nächsten Donnerstag kommen hier die Kollegen von Kontraste. Uns gibt es dann wieder in 3 Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie freundlich.